Helga? Helga! Herr Doktor? Ist doch jemand im Wartezimmer? Niemand, Herr Doktor. Der Friseur ist noch nicht gekommen? Nein, Herr Doktor. Ausgerechnet heute. Bringen Sie mir meinen Rock. Aber gern, Herr Doktor. Sie wollten doch in dieser Woche einen Nachmittag frei haben. Aber Herr Doktor. Doch, 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 können Sie ruhig, können Sie ruhig. Es wird außer dem Friseur auch eine Dame kommen. Die lassen Sie doch rein und dann können Sie gehen. Danke. Das wird der Friseur sein. Machen Sie bitte auf. Bitte. Puppchen, du bist mein Augenstern. Puppchen, hab dich zum Fressen gern. Herein, herein. Herein, herein. Oh, wie schön das schön. Wie schön. Ich bin ja so glücklich, dass Sie gekommen sind. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke, obwohl ich gleich wieder gehen muss. Ich war nämlich noch nie bei einem fremden Herrn in der Wohnung allein. Ah, Sie haben den gleichen Kunde wie Kommerzienrat Lehmann. Ich denke, Sie waren noch nie bei einem fremden Herrn in der Wohnung. Das war geschäftlich. Ja, ich war Verkäuferin in einer Musikalienhandlung. Und habe ihm ein Angebot gemacht. Oh. Musikalien. Ach so, Cognac? Ja, höchstens einen. Musik? Noch nicht. Froh. Prost. Darf ich jetzt du zu Ihnen sagen? Immer langsam voran. Es ist wegen dem Bruderschaftsgruß. Da sind Sie viel zu unrasiert. Ja, da haben Sie allerdings recht. Ich weiß nicht, wo der Friseur heute bleibt. Sonst ist er um diese Zeit lange weg. Höchstens einen. Was haben Sie sich eigentlich gestern in dem Café gedacht, als ich Ihnen meine Telefonnummer rübergeschickt habe? Dass Sie ziemlich frech sind. Aber angerufen haben Sie doch. Ja, um Ihnen meine Meinung zu sagen. Und warum sind Sie dann zu mir gekommen? Weil man das am besten ins Gesicht sagt. Cognac. Höchstens einen. Wie Sie überhaupt in dieses Café gekommen sind, gewöhnlich trifft man nämlich dort nicht so hübsche Frauen. Ach, ich weiß auch nicht. Ich gehe sonst nie allein wohin. Mein Mann hat es nicht gern. Oh, sind verheiratet? Ja, leider. Leider. Weil er so wahnsinnig eifersüchtig ist. Dabei ist er sonst ein reizender Mensch. Ist mir so wahnsinnig föhnempfindlich. Dabei Föhn ist er überhaupt nicht wiederzuerkennen. Was glauben Sie mir? Was glauben Sie, was ich mir heute alles anhören musste, nur weil Ihre Karte mit der Telefonnummer gefunden hat? Kann man aber auch so unvorsichtig sein. Wieso? Ich war ja gar nicht unvorsichtig. Er hat mir nur einen neuen Pompadour gekauft. Ah. Wollte ihn unbedingt selbst einräumen. Dazu musste er den alten ausräumen. Und da ist ihm die Karte mit der Nummer in die Hände gefallen. Das tut mir aber leid. Och, höchstens ein. Muss ihm nicht leid tun. Ich bin das schon gewöhnt. Einmal hätten sie ihn beinahe eingesperrt. Da war auch Föhn. Und da wollte er plötzlich seinen besten Freund erschlagen. Aus Eifersucht. Die Gerichtspsychiater? Psychiater. Ja, die Gerichtspsychiater haben aber gesagt, er hätte im Effekt gehandelt. Im Affekt. Im Affekt. Im Affekt gehandelt und haben ihn laufen lassen. Einmal, da war auch Föhn. Da hat einen Bekannten von mir, den ich zufällig im Rathauspark hinter einer Hecke getroffen habe, gepackt. Und zum Bahnhof rübergeworfen. So ein reizender Mensch. Ah, das wird der Friseur sein. Vielleicht gehen Sie inzwischen ins Nebenzimmer. Und wenn Ihnen langweilig ist, nehmen Sie sich etwas aus der Bibliothek. Goethe, Schiller, Lessing. Etwas zu lesen wäre mir lieber. Da rein.
Tag, Herr Doktor. Ich komme heute statt dem Franz. Mein Name ist Anton, Anton Koppatsch. Wo ist denn der Franz? Der heiratet heute, deshalb hat er mich geschickt. Bitte, Herr Doktor, Platz zu nehmen. Bitte sehr. Wir wünschen, Herr Doktor, rasiert zu werden. Schnell und schweigsam. Bitte sehr. Dass sich ein junger Mensch noch zu heiraten traut, bei den heutigen Frauen. Naja, die von Franz ist keine heutige, die ist schon über 40. Wie sieht sie denn aus? Wie ein Frühlingskleid, das frisch gewaschen ist. Das ist doch schön. Aber plissiert. Er hat sich ja nicht ausreden lassen. Was erwartet denn einen jungen Menschen, wenn er heutzutage heiratet? Höchstens die Wohnungsnot. Ich sehe es ja an mir. Ich wohne in einem Neubau. Wenn über mir jemand die Höhensonne anstellt, bekomme ich einen Sonnenbrand. Sind Sie bald fertig mit dem Einseifen? Schon passiert. Ah, eine schöne Vase, die Sie da haben, Herr Doktor. Die gleiche habe ich zu Hause. Seit ein paar Tagen ist die Asche meiner Frau drin. Oh, mein Beileid. Aber was, sie lebt ja noch. Sie ist nur zu faul, einen Aschbecher zu benutzen. Sie sind also verheiratet? Seit 2 Jahren. Wenn ich mal bitten darf. Warum ich geheiratet habe, weiß ich nicht. Wegen der häuslichen Ordnung habe ich mir eingeredet, die jeder Mann braucht. Gefunden habe ich sie nicht. Herr Doktor, neulich habe ich gelesen, dass man in Amerika eine neue Erfindung gemacht hat. Hemden, die ohne Knöpfe getragen werden. Na, solche Hemden trage ich schon, seit ich verheiratet bin. Dabei liebe ich meine Frau. Bis zur Raserei. Einmal wäre ich wegen ihr beinahe eingesperrt worden. Ich wollte aus purer Eifersucht meinen besten Freund erschlagen. Wie? Angefangen hat das Ganze, dass ich plötzlich furchtbar föhnempfindlich wurde. Bleiben Sie doch sitzen, Herr Doktor. Ich bin ja noch nicht fertig. Und da wollten Sie am besten Freund erschlagen? Ja. Aber die Gerichtspsychiater haben gesagt, es ist eine durch den Föhn hervorgerufene Effekthandlung. Effekthandlung. Und das war es auch. Mir wurde plötzlich rot vor den Augen und schon hatte ich ihn am Hals. Ist das Messer scharf genug, Herr Doktor? Ja, ja, ja. Heute ist übrigens auch Föhn. Ein andermal habe ich sie mit einem Mann hinter einer Hecke im Rathauspark erwischt. Den habe ich genommen und drüber geschmissen. Zum Bahnhof. Woher wissen Sie? Wo kann man so einen Kerl schon hinschmeißen? Und jetzt betrügt sie mich schon wieder. Heute bin ich ihr auf die Schliche gekommen. Ich habe in ihrem Pompadour einen Zettel mit einer Telefonnummer gefunden, die sie anrufen sollte. Sie wollte mir nicht sagen, wem die Telefonnummer gehört. Und bei der Auskunft wollte ich mir auch keine Auskunft geben. Aber den finde ich, Herr Doktor, den finde ich. Wenn ich das ganze Telefonbuch durchlesen muss, der kann sich freuen. Den nehme ich unter mein Messer und mache Hackfleisch aus ihm. Aber es ist jetzt schon genug. Der Franz hat gesagt, ich soll sie ausrasieren. Da vorne am Hals ist noch etwas. Das lassen Sie nur. Das ist ja ganz verwachsen. Das macht nichts. Das trägt man heute so. Nur noch da, am Adamsapfel. Lassen Sie meinen Adamsapfel rum. Das ist aber merkwürdig. Was? Was ist das für ein Pompadour? Wo? Wo? Da auf dem Sofa. Der gehört einer Patientin. Sie sind doch Tierarzt. Ja, aber ich behandle auch Menschen, die Tierkrankheiten haben. Die Dame hat Ziegenpeter. Dieser Pompadour gehört meiner Frau. Unsinn. Von diesen Pompadours gibt es ja wahrscheinlich tausende Stück. Aber was? Davon gibt es nur ein Stück. Das ist ein Muster, das mir ein Bekannter für meine Frau geschenkt hat. Die Lieferung ist ins Ausland gegangen. Meine Frau ist bei Ihnen. Sind Sie wahnsinnig? Jawohl. Wahnsinnig vor Eifersucht. Mir wird schon wieder rot vor den Augen. Geben Sie mir Ihren Hals. Ihren Hals will ich haben. Legen Sie das Messer weg. Sie machen uns ja alle unglücklich. Ihre Frau, sich und mich. Also meine Frau ist bei Ihnen. Ja. Ich wusste es. Her mit ihr. Wo ist sie? Lass Sie doch vernünftig mit sich reden. Und geben Sie vor allen Dingen das Messer weg. Jetzt sagen Sie mir, wie ich die Sache aus der Welt schaffen kann. Wollen Sie Geld? Geld? Sie wagen es mir, Geld anzubieten? Geben Sie das mal. Mit Geld können Sie dieses Verbrechen nicht gut machen.
200 Mark. Und meine Ehre als Mann und Gatte? 400 Mark. 500. So, und jetzt hole ich Ihre Frau. Machen Sie ja keine Szene. Es ist nichts passiert. Gnädige Frau. Ist der Friseur weg? Mein Mann! Oh, bitte bleiben Sie, es ist alles geregelt. Geben Sie Ihrer Frau die Hand. Ich lasse Sie jetzt allein, damit Sie sich versöhnen können. Und ich verspreche, ich werde Sie nie mehr wiedersehen. Dass du mir das angetan hast. Was hat er bezahlt? 500, hier ist Ihr Anteil. Gut. Und was ist mit heute Abend? Gehen Sie heute Abend ins Café Stadler? Mhm. Versuchen Sie, einen Herrn Puczynski kennenzulernen. Puczynski? Bei dem bin ich morgen zum Rasieren bestellt.